Normalen Tee? Gönn dir mal ein Messer. So, auf geht's. Regnerisch, ja? Ich habe damals sehr, sehr viel Schwarztee getrunken, Digga. Bei uns ist ja so üblich halt so, dass wir immer so viel Tee trinken. Auch so. Ich komme ja aus der türkischen Familie, also ich bin ja selber Türke. Aber seitdem ich jetzt mit meiner Frau zusammen wohne, sie ist ja halb Philippinerin, halb Deutsch, mehr Kaffee eigentlich so, ne? Lohnt sich auch nicht, sie trinkt auch nicht so viel Tee, ne? Lohnt sich jetzt nicht so eine Kanne warm zu machen, ne? Es gibt ja auch diese Teebeutel, ja, warm. Ich trinke lieber Kaffee. Ich hoffe jetzt gar kein Gegentor, Alter. Jetzt um so eine Minute gespielt. Gut. Hallo Christoph, grüß dich, moin moin. Grüß dich, mein Lieber. Ich hoffe, alles gut bei dir. Ey, dieser Dings, ne, bei denen, ne? Wie heißt denn der Spieler jetzt? Ach, spielt er ja gar nicht mit? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz mal gucken. Der eine 17-Jährige, der ist jetzt 18. Der ist so ein geiler Kicker, Digga. Ich kann den Namen aber nicht aussprechen. Shupo-Moting, Digga. Ey, Shupo-Moting. Schalke hat sich Shupo-Moting geholt. Aber der ist gar nicht dabei, Mann. Der ist gar nicht dabei. Das war schnell verletzt oder was? Puh, Junge, sehr, sehr viele Verletzte haben wir, ne? Wird mal langsam Zeit, dass sie wieder zurückkamen. Sieht ja noch alles so schön und gut aus. Bis irgendwann mal so ein Fehlpass dann kommt. Passiert, ne? Boah, Hack, Junge. Hack. Ecke. Das ja. 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 Ich glaube, das ist sein Spiel, Digga. Das wird heute sein Spiel von Hack. Hey, was war das für ein Ball, Alter? Köhn. Was war das für ein Ball eben gerade, Digi? Ja, ich kann nicht. Raogo. Kann man, gibt's irgendwie so ein Kürzel dafür, Digga? So wie hier Osman, ich heiße Osman, Ossi, so mäßig so. Ganz einfach. Augo, irgendwie sowas, ne? Guck mal, yeah. Ogo. Lass uns doch einfach Dings Markus nennen. Wir nennen ihn Markus. Ja, da ist schön Schalke, Digga, hier. Die Macht ist stark in meiner Familie. Auch du besitzt diese Macht. Eine Moko, eine wunderschöne. Schalke ist am Drucker, die. Andreas? Ja, lass den Andreas nehmen. Andreas Dieter. Kurz mal Hallo sagen. Du kannst auch nicht, ne? Ohne den Chat, ne? Moko. Einfach mal kurz mal reinkommen. Ich hoffe, du bist gut angekommen, ja? In Luxemburg wieder. In deiner Heimat. Wie lange bist du eigentlich geflogen jetzt? Wie lange fliegt man da von Griechenland nach Luxemburg? 4? 4 Stunden? Sehr, 2,5 Stunden. War sehr stressig. Ja, gut, dass du irgendwo noch hier in den Pakistan irgendwie sowas gelandet bist, ne? Was sagt meiner? Aber Ossi, ich hatte ein Privatflugzeug. Ach, was für ein Flugzeug, ja, hör doch auf, Mann. War keiner drin, oder was? Oder wie meinst du das? Ja, ist mir auch schon mal passiert, ja. Ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, ja. Dass der Flieger nicht mehr allerdings nicht ausverkauft war, ja. Ich weiß was mehr, ja. Ist mir auch schon mal passiert. Also beide Mannschaften wollen. Beide Mannschaften wollen hier. Dortmund 1-0 gegen Freiburg. Niklas Füllkrug war der Übeltäter. Bei mir hinter meinem Cam werden immer so Ergebnisse aus anderen Spielen so eingeblendet. Deswegen seht ihr das nicht. Wir haben sogar eine Flach-Shampoos getrunken. Ach was. Und haben 2 Mahlzeiten bekommen. Ah, das ist doch 2 Mahlzeiten, ey. Ich dachte normalerweise in einem normalen Flieger jetzt gibt es kein Essen mehr. Nur bei Langflügen, ne? Also nicht bei Kurzflügen, ne? Oder ist es abends immer was anderes? Ich weiß es nicht, ja? Keine Ahnung. War richtig Luxus, ich sag's dir. Gönn dir den Spaß, ja, gönn dir doch. Was habt ihr Dings bezahlt, Moko, für die Flugtickets, wenn ich mal so fragen darf? Pro Person? Oder sagen wir mal, ja, okay, sagen wir mal pro Person. Griechenland, also von Griechenland nach Luxemburg. Pro Person oder was? Ist auch schon heftig, ne? 350? Also ich gehe mal stark davon aus, mit hin und zurück, ne? Ach, bist alleine geflogen. Ach, dein Mann ist ja zurückgeblieben wegen den Hunden, ne? Ja, so war das doch. Hack, sehr geil. Ah, ja, so war das doch. Und sag mal ganz ehrlich, jetzt mal unter uns so. Keiner hört das jetzt gerade. Und wie ist es so, alleine zu sein? Alleine im Urlaub so? Wie ist es? Vermisst du deinen Mann oder? Oder sagst du, ja, lass ihn doch übrigens 2 Wochen mal. Ich brauche meine Ruhe. Langweilig? Ey, das ist doch deine Heimat, da musst du doch Leute kennen, oder nicht? Du hast ja bestimmt da Freunde und sowas halt, ne? Bist ja aufgewachsen dort. Kann der zocken? Hat's alles mitgenommen, ne? Rüber, ne? Und wie bist du jetzt hier online? Über dein Handy wahrscheinlich, über dein Smartphone. War nie so der soziale Mensch. Ach so. Ja, ich war ja damals auch ziemlich sozial, ne? Also wenig asozial, also viel sozial, ne? Aber mittlerweile sieht es anders aus, ja? Ich bin auch nicht mehr so. Ich habe noch 1, 2 Kollegen. Zum Beispiel gestern habe ich Dings getroffen, Misio. Den kenne ich ja persönlich auch, ne Freund. Den haben gestern zum Beispiel getroffen. Bei uns hier. Den Garbsen. Ich kann das nicht. Ich könnte nie so asozial sein. Das geht bei mir nicht. Mishu, das ist ausgesprochen. Ja, aber ein Kollege hier. Er wollte aber ein bisschen feiern gehen, sowas meinst du, ne? Moko, hast du ja mal gesagt, ne? Ah ne, das war Dings, glaube ich. Und das mit dem Feiern war es, glaube ich, in Griechenland irgendwie sowas, ne? Weil du da, wo du arbeitest. Irgendwas meinst du da mal. Mit dem gehe ich ja jetzt Party machen. Ah, okay, gut. Party machen. Fühl dich gedrückt auf jeden Fall, ne? Die haben dich alle ein bisschen vermisst da, ne? Deine Eltern und. Aber sie sagt dir eins. Wenn du möchtest, kannst du auch hierher kommen. Jetzt kommt's. Wenn du möchtest, komm auch hierher mitfeiern. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Na, schieß schon los. Sag schon. Unter uns war so ein harter Gewitter, der Pilot musste extra weiter hochfliegen. Stuttgart 1 gegen Bochum. Oh, das ist nicht gut. Oha! Was hat er mit Tresoldi gemacht? Der fliegt da 3 Meter weg, Alter. Das ganze Ding hat so hart gewackelt. Ja, aber Ding ist, ich sag mal jetzt, wenn er so einen Blitz, den Flieger so einen Blitz trifft, ne? Passiert nichts. Leitet es ab, der Flieger, ne? Da brauchst du keine Sorgen zu machen. Aber jetzt so mit Tornado, was weiß ich, irgendwie so welche Geschichten so, ne? Dann kann schon was sein auf jeden Fall, ja. Ich habe auch schon mal gesehen vom Flieger aus, ja. Passiert nichts, ja? Auch wenn nicht immer so ein Blitz trifft. Also jetzt ich meine jetzt nicht dich persönlich, ich meine den Flieger jetzt. Die Flieger sind geschützt. Gut geschützt auf jeden Fall, ne? Ah, ja, Tresoldi, los, lauf! Hinterher, Junge! Ah. Die Kackatemmasken sind sogar runtergekommen. Ach, hör doch auf, man, hör mir doch auf, erzähl mir doch nicht. Das glaube ich dir jetzt nicht. Das war doch nicht so, so schlimm kann es doch gar nicht. Oha. So schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Nein, ohne Spaß jetzt. Der hat sich in die Hose gemacht, war schlimm, der Pilot hat sogar gewarnt, verhört. Aber normalerweise kommen ja die Gasmasken irgendwie sowas raus, erst wenn irgendwie der Flieger Dings, ne? Also, sagen wir jetzt, wenn es Extremfälle gibt, ne? Von meine Süßen, Schalke müssen wir aufessen. So 17 Minuten gespielt, da gibt es auch keine Spieler momentan, der jetzt mal ein bisschen mal so aussticht. Ja, ja, gut. Jetzt haben wir gerade so eine kleine Druckphase. Ah, wieso spielst du den Ball so, du Affe? Da kommt er da ran, Digga. Und das noch am frühen Morgen. Der musste schnell von oben nach unten fliegen. War nicht, Schiri, weiter. Er musste öfters komische Manöver machen, um so gut wie möglich durchzukommen. Wir sind sogar über 800 Kilometer km/h, 800 km/h geflogen, normal fliegt er. Man merkt schon, ja, dass du nicht so viel Dings, ne, fliegst, ne? Das hört sich so an, als ob du so richtig so panisch gewesen bist gestern im Flieger. Ganz entspannt zurücklehnen. Einfach genieß die Show. Genieß die Show. Der Kapitän macht das schon. Boah, Ziel an Glanzparade, Alter. Und da war ich 9. Momono gegen alle. Bin Ruhe in Person. Also Schalke spielt schon ein bisschen besser, muss ich sagen, ja. Ich dachte, Flanken wären die richtig scheiße, Digga. Laut Scout. Als ob ich hier lügen würde. Ja, allerdings, das mit den Atemmasken ist ja schon ein bisschen heftig, ne? Ich bin ja auch schon ein paar Mal geflogen, ja, genau. Aber es ist mir noch nie passiert sowas, ne? Also. War wirklich nicht schlecht. Boah, er seht, er nimmt sich. Gut. Ah, Schalke zugemauert. Köln hat mal die Lücke gefunden. Er geht durch. Die Masken kommen ja in der Regel bei 1, bei hohem Verlust oder... Oh, gut reingehauen, die Kacke, ey. Wie oft bist du denn schon geflogen, wenn ich mal so fahren darf, mal so? Dreimal über 12 Stunden. Ist auch schon, ne? Oh, Moroja, Alter, so ein Pass, du Idiot, Alter. Schaub ist Gott sei Dank zur Stelle. Ja. Tresoldi, was macht er jetzt? Oh, Bruder. Thailand, wunderschön. Ja, ich habe auch schon gehört, ja, Thailand, Alter. Das ist richtig schön sagen. Und billig, ne? Letztens meinte doch Doki bei Dings. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt im Discord-Server, ne? Ui, mit einer Hand hält er den Ball. Sogar für, 10, für einen Zehner, ne? 10 Euro, ne? Kannst locker wie ein König der Dings, Digga, essen. In Thailand. Meine Frau sagt ja auch zu mir, lass mal nach Philippinen, ne? Philippinen mal so mal Urlaub machen, dies, das, ne? Ah, Bruder, was soll ich denn da? Kein Bock auf sowas, ja. Bei mir fängt das schon an, Digga, wenn ich so Dings, so Tiere so an den Wänden so sehe, weißt du, ne? Da soll es ja so heftig sein, also auf jeden Fall, ne? Mit den Tieren, ne? Die laufen ja alle so frei da und sowas halt, ne? Sie haben alles da. Deswegen, lieber Deutschland ist, ich fühle mich hier wohl, Digga. Ja, gut, sehr schön. Ach, Mom, wie kann man den Ball wieder so abgeben? Ich verstehe das nicht, Junge. Also meine Flügelangreifer, ja. Bis jetzt ziemlich schlecht gewesen auf jeden Fall, ja. Guck das mal, Alter. Wir müssen ein bisschen anders machen jetzt gerade. Was ist das denn, Raumdeuter? Was ist das denn, ein Raumdeuter, Digga? Gleich eins aufs Maul. Sag mal, wieso mussten eigentlich bei dir immer alle in Gewalt enden, Digga? Moko? Wieso muss bei dir alles immer in Gewalt enden? Kann man ja nicht mit dir reden. Einfach mal so reden, so. Sorry. Mein Fehler. Kommt nicht wieder vor. Nein. Die Moko muss dir auf die Fresse hauen. Bin halt eine Frau. Und das ist deine einzige jetzt Dings oder was jetzt? Ja, gut. Deine einzige Ausrede oder was? Jetzt, weil du jetzt eine Frau bist, dann darfst du es tun, ja? Rechtfertigen, ja. Ja, wir spielen nicht so gut, ne? Also tatsächlich, wir haben voll die Probleme, Alter. Habe extra Rechte. Ah, am Gesetz. Ja, okay. Da sind so ein paar Paragraphen extra für dich so, für dich erstellt worden, so, ne? Paragraph Carry. Bond Carry. Kennst du? Ball Carry von One Piece? Guckst du nicht, ne? Also Animes guckst du nicht. Carry. Aha, ist das jetzt dein tatsächlicher Name? Carry? Heißt das so, Carry? Oder bist du, heißt es ein bisschen anders eigentlich so? Nur so die Kurzverfassung. Kurzfassung. Okay, ja, ja, ist okay, ist schön, ne? Ist ein guter Name, hört man, ist, also hört man auch nicht so Dings, ne? Ist, ziemlich oft, ne, den Namen. Zumindest hier, bei mir heißen sie allerdings hier in Hannover. In Hannover heißen sie allerdings die meisten so Aische oder Sandra, Annika und Christiane. Gefühlt jede dritte Frau heißt hier Dings Annika. Jetzt müssen wir aber langsam mal, ne? Also Tresoldi, nee, warte mal. Der ist alleine gelassen, ja. Tresoldi kann das nicht alleine. Wir müssen das mal ein bisschen. Wir müssen ein bisschen anders machen hier die ganze Sache hier. Hängende Spitze, Knipser. Alles klar, mach's gut, ne? Danke, dass du da warst, Moko. Hab noch einen schönen Tag. Vielleicht sieht man sie hier im Laufe des Tages. Mach's gut. Ich muss mir auch nochmal gleich einen Kaffee holen, ey. Bin gleich da wieder, Chat, ne? Schiri? Nicht Siri, ich meine Schiri. Schalke is coming. Schalke. Es ist schon echt ein Armutszeugnis, ja. Schalke ist tatsächlich ein bisschen besser auf jeden Fall, ne? Als wir. Eine Halbzeitpause muss ich was machen hier. Jetzt mal, vielleicht mal, jetzt Moroja ist frei gewesen. Ja, ja, sehr schön gespielt. Jetzt. Ach, Digga, du bist einfach ein Depp, Alter. Gib doch einfach den Ball oder schieß doch drauf, Junge. Warum lässt du den Ball wieder wegnehmen? Mein Junge. Das war, Alter. Junge, Junge, Junge. Also das Zusammenspiel ist auch schön. Sei sehr traurig hier bei mir. Jetzt zeige ich mal die gelbe Karte, ey. Baumgartel. Ja, wie lange dauert das denn noch? Bis er den Freistoß ausführt. Ja! Oh, dem muss... Abseits aber, ne? Schade. Oh, den habe ich schon drin gesehen, ne? Dortmund 2-0 gegen Freiburg. Dortmund ist gerade momentan auf dem 3. Platz. Oh. Mach die Lücke da, mach die Lücke dicht. Mach die Lücke dicht, mein Bester. Jetzt kommt er zum Schuss. Meine Fresse, Alter. Das wird nicht gut ausgehen, Digga. Irgendwann wird das nicht mal gut ausgehen. Also Momono macht echt eine scheiß Spiel, Alter, gerade. Der muss auf jeden Fall gleich raus. Jetzt. Nach vorne. Schaub wäre frei. Abgefälscht, wieder so eine abgefälschte Kacke, ey. Ja, sehr schön. Von Eze, guter Einsatz. Guter Antritt. Oh, Hack, Alter, das, also nicht Hack, Digga. Also, du bist auch so eine Depp, Alter. Schon wieder also Momul, Alter. Terode mit seinen 37 Jahren, Digga, wie abgeht. Eckball. Was macht er jetzt? Tor für Schalke, aber zählt das oder zählt das nicht? Ah, Mist, ey. Ich habe immer so ein Pech bei sowas, Alter. So, reicht jetzt. Kann mir diese Gurke nicht mal angucken hier. Kann mir diese Scheiße nicht mal angucken hier. Momodo weg, Alter, auf jeden Fall. Ich kann mir diese Scheiße nicht mal angucken. Kann er denn drüben dribbeln? Keinen Bock, nämlich gegen Schalke noch zu verlieren, Digga, also. Meine Fresse, Alter. Wir sagen ja Angstgegner, ja? Schalke ist ein Angstgegner. Oh, ey, seh, du Depp, Alter. Junge, Junge, wie spielt denn Schalke, Junge? Wie spielt denn gerade Schalke, Digga? Guck dir mal, Alter, Robben, Alter. Okay, das hat er gut gemacht. Eckball. Ecke. Schön abgefälscht. Ecke. wichtig und richtig. In der 47. Spielminute. Für Hannover 96. Unsere Torschütze mit der Nummer 9. Nicolo Tresoldi. Nicolo Tresoldi. Nicolo Tresoldi. Oh, wichtig, Junge, wichtig. So, sehr wichtig. Können wir gerne mal so weitermachen, ne? Ey, die fallen mir ein bisschen zu viel, die Schalker, ja? Diese Pässe, Digga. Meine Fresse, Junge, ey. Schade, schade. Eckball aber müsste gehen. Eckball. Oh, hat er den Ball gerettet noch. Vor der Linie. Ab der 60. werde ich auf jeden Fall links reinnehmen. Nielsen. Mit zwei Stürmern auf links gehen. Ich bin ja schon mit zwei Stürmern unterwegs, aber dann würde ich Hack wieder auf die linke Außenbahn nehmen. Bisschen mehr Risiko eingehen auf jeden Fall, ne? Tresoldi, Bruder, Tresoldi, Kopfball. Eine schöne Flanke von Dings, von Köln. Wenn du das Tor nochmal sehen möchtest, sag Bescheid. Ich kann mir Dings, ne, kurz einblenden lassen. Man hat hier so eine Möglichkeit auf jeden Fall, ne? Die Wiederholung einzusehen. Oh, Robin Hack, so unterirdisch, ne? Gefährlich, gefährlich von Tietz. Oh, meine Fresse, alter Philipp, ey. Also Moroja muss auf jeden Fall raus gleich. Ich nehme wieder Hack und Moroja gleich raus. Das gefällt mir gar nicht, was sie hier veranstalten. Moroja wäre frei, ja, gut gesehen. Jetzt zieh. Zieh. Und wieder abgefälscht, ne? Wieder so abgefälschter Ball. Ja, das ist normalerweise Dings, Digga. Die gelbe Karte. So, reicht. Hack raus. Moroja raus. Nee. Hast du das aus der Slowakei gehört? Nee, was ist denn passiert? Was ist denn passiert, Digga? Moroja war es, ne? Moroja. Regierungschef angeschossen. Ne, aber hatte ich nicht gehört, ja. Leopold, was macht er für ein Spiel? Verteidigung ausdribbeln. Heute passiert, oder was? Ist das heute passiert? Ist er jetzt Zeitspiel oder was? Er macht hier gerade auf Zeitspiel, Digga. Ich glaub's nicht. Komm, Bruder Nielsen. Boah, schön durch die Gasse. Ja. Ja, guter Versuch, ja. Eckball. Wieso gibt er den Ball einfach da halt ab, ey? Oh nein! Oh! Oh, gut gespielt, Digga. Ach, das müsste drin sein, ne? Also, wie viele hundertprozentige Chancen Schalke schon mittlerweile hatte, Digga. Der muss doch drin sein. Mann, 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 Mann. Ich wusste, dass er da landet. Ich wusste es. Du Depp. So, 60 Minuten. Gespielt immer noch 1-1. Spielaufbau. Nur Flanken. Tja, Vogelsammer oder Max Isikow oder Udena? 3. Grüße von Frau Lewandowski. Ja, schöne Grüße zurück, ja. Schöne Grüße zurück. Ja. Sagst du, gönn dir später mal so ein Dings, Kiwi-Shake. Mach auch gleich um 12, halb 12 ungefähr, mach ich mir auch mal einen Shake. Gerade Benachrichtigungen. Kehrtwende in München. Tuchel soll beim FC Bayern bleiben. Richtiges Armutszeugnis. Heute Ananas. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie so eine, jetzt eine 1-1 bleibt noch, Alter. Wir brauchen die 3 Punkte dringend. China spielt auch gerade so, als ob wir gerade in der 90. Minute wären und wir 1-0 führen. Jetzt mal vielleicht mal. Ah, warum spielst du nicht zu Philipp, du? Ah, ich muss mich hier zusammenreißen, Digga. Also. Wieder so eine Kontermöglichkeit gehabt für uns. Guck dir mal das an, Junge. Du. Ah, Leopold. Ich werde gleich Leopold rausnehmen. Schaub werde ich rausnehmen. Also die Beine werden ich auf jeden Fall rausnehmen. Ja, mehr Möglichkeiten habe ich nicht mehr, ne? Tatsächlich. Odena. Ja, jetzt hat er den Ball abgegeben, du. Philipp, mach was. Philipp, mach was. Ja! Boah! Aus dem Nichts, Alter. Aus dem Nichts. Ey, hör doch auf. Was? Ey, ich hoffe, das Tor wird nicht zurückgenommen. Ich hoffe nicht, Alter. Ich hoffe nicht. Jawohl. Ganz geil. Ey, völlig aus dem Nichts, Alter. Völlig aus dem Nichts, Digga. Sehr gut. Ey, war das nicht ein Dings, Digga? Abseits? Ja, aber der Videoassistent hat nichts gesagt. Normalerweise würde er das Tor zurücknehmen dagegen. Ja, ich mach mal kurz mal Dings mal runternehmen, ja, die Jungs hier. Der kann wenigstens noch mit angreifen hier, aber dem lasse ich gerne zurück. Ja, kann man, ja. Das Tor kann man sich auch nicht schon, ja. Warte. Ich würde gerne Schaub rausnehmen, Alter. Mit 2 Sechser, weißt du? Absichern, Bro. Der macht das eh schon hier. Gut. Ich könnte eigentlich noch einen weiteren Innenverteidiger bringen, aber Bruder, ich spiele ja schon mit Fünferkette. Oder vielleicht auch Dings Marius Wörl, Digga, für Dings. Also ich sag mal so, ich lasse erstmal so weiterspielen. Hohe Flanken, Pass in die Tiefe. Ja, ja, ich kann ein bisschen nochmal das Spiel verzögern, ne? Die Gegner machen das auch, wieso soll ich das nicht machen? Gegenpressen machen wir mal, bleiben wir erstmal hinten. Kontern. Mehr in die Zweikämpfe reingehen. An den Ball durch Pressingfall in das Zentrum durchzulenken. Absichern, weißt du? Absichern versuchen. Du willst das Tor nochmal sehen, oder was? Hier. Ah, nee. Ah, doch. Jetzt, Zieler leitet jetzt links, ne, der Angriff ein. Ein weiter Ball nach vorne. Philipp hat den Ball. Zu Schaub gibt er den Ball. Tresoldi. Vielleicht kriegt Philipp den Ball nochmal. Jetzt kriegt er den Ball. Ich glaube, er war hinter Baumgarte und dann ist er nach vorne gegangen. Ja. Waller weiß nicht, ja. Ich glaube, Baumgarte hat den Abseits. Jetzt siehst du. Obwohl, ist Abseits, Bruder, ist Abseits. Ist Abseits. Oder? Doch. Es ist Abseits, Mann. Joka, was sagst du dazu, wenn du da bist? Es ist doch Abseits, oder nicht? Normalerweise ist es Abseits, oder nicht? Guck mal, ey. Nielsen. Nielsen steht vor der Dings. Vor der blauen Linie. Und Baumgartel noch nicht. Und links auch Matriziani auch nicht. Das ist ein Abseits, ne? Ey, die haben trotzdem als Tor gezählt, Digga. Alter, Glück gehabt, ja? Fehlentscheidung, ne? Hätte normalerweise zurückgenommen werden müssen. Somit sind wir natürlich wieder vor Schalke, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist so. Ab und zu mal muss ein Esel auch mal Glück haben. So. Abstoß. Trotzdem kann man ja mal auf Konter spielen, ne? Das ist wichtig, ne? Gerade wenn der Gegner am Drücken ist. Also wir spielen jetzt ein bisschen vorsichtiger auf jeden Fall. Nicht mal so offensiv, ne? Mit 2 Sechser. Ja, so Köln, Alter. Ich sehe die Spielzeit nicht mehr, ich sehe die noch. 71. Minute, Digga. Minute 71. Wieso siehst du den nicht? Er muss aber an dir liegen dann, ne? Ich kann die sehen auf dem Handy, Digga. Also ich kann die Spielzeit auf jeden Fall sehen immer auf dem Handy. Ah, was ist das denn, Digga? Die hauen alle vom Ball ab, ey. Spiel zu Leopold. Allerdings die pressen, ne? Die pressen. Herangezoomt. Geil! Es ist einfach geil. Geil! Einfach geil! Ey. Geil! Einfach geil! Cannabis ist kein Brokkoli. Wie spielt jetzt Schalke, Digga? Wie spielen die jetzt? Cannabis ist kein Brokkoli? Nee? Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Verlass dich allein auf dein Gefühl. Dann weißt du, was dein Feind tun wird. Noch bevor er es tut. Nee, nee. Erstmal den Sieg nach Hause bringen. Also die 3 Punkte erstmal hier behalten, ne? Mhm, stimmt wirklich. Oh, weg damit, Digga. Weg. Terode ist ein ganz schlimmer Gegner, Digga. Er braucht nur eine Chance. Shupo-Moting kommt jetzt rein für Tietz. Also, okay. Stürmer für Stürmer. Oh! Eieieiei. Rosenlieb Klärt. Mein Supertalent. 19 Jahre alt. Da soll mal einer sagen, Digga, ich fördere meine Dings nicht. Lasse meine Talente nicht spielen. Super. Wen habe ich dann noch? Vogelsammer hätte ich gerne und Wörl habe ich auch nochmal. Ich werde auf jeden Fall ab der 80. werde ich Dings reinnehmen. Wörl für Tresoldi. Boah, Mist. Verwalten das Ergebnis, ne? Nielsen kann drinnen bleiben. Ich habe ihn hier eingewechselt eben gerade. Es sei denn, es passiert gleich links. Das 3:1. Dortmund 3:0. Marco Reus gegen Freiburg. Geil, einfach geil! Ja. Hey. Also offensiv geht gar nichts mehr bei mir, ja. Wir sind gerade in einem Verwaltungsmodus, weißt du, deswegen. Ah, ich kann nicht mal einwechseln. Oh, auswechseln. Oh, ich hab schon 5. Mist. Das ist eine Tiefe. Jetzt können wir auch eine geduldig spielen von mir aus, ne? Kreativ spielen, Verteidiger ausdribbeln. Machen wir nochmal den hier nochmal. Wir können ja nochmal links hier reinnehmen hier, ne? Hinten. Und können wir dafür links nehmen hier. Ja, als Spiel links, ne? Gut. Mit Mannes. Oh! Mit Mann und Maus den verteidigen, Digga. Gesorgt. Also was machen die anderen Ergebnisse? Köln, zieh durch, Junge. Stuttgart 2-0 gegen Bochum. Wolfsburg 2-0 gegen Augsburg. Hannover 2-1 gegen Schalke. Dortmund 3-0 gegen Freiburg. Und Leverkusen verliert zu Hause mit 0-1 gegen Eintracht Frankfurt. Und Leipzig gegen Bayern spielt um 18 Uhr. 18:30 Uhr. So, 6 Minuten noch. Sehr schön, Junge. Zieh durch. Tresoldi, Digga, einfach Top-Mann, Alter. So, 5 Minuten. Mehmet. So. So. Ich mache mir auch jetzt mal einen Shake, ja. Voll Bock drauf. So, 89 Spielminute. Mist, nochmal eine Ecke. 4 Minuten Nachspielzeit, Digga. Oh! Zieler, nochmal Glanzparade. Der Torwart ist auch nach vorne. Oh, der Torwart gegen den Pfosten. Der schießt einfach gegen den Pfosten, der Torwart. Digga, Schalke haut alles jetzt nach vorne. Eieiei, zweimal, also einmal Pfosten, einmal ist eine Glanzparade noch von Dings. Guck das mal an, Alter, ey. Guck dir das mal an. Guck dir mal den Keeper an von Dings. Von Schalke. Ey, wenn er... Ey, Digga. Bams. Junge, 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 Junge. Ich gucke. Ab zu kurz links. Ab zu Eckfahne, Digga. Zeitspiel. Noch 3 Minuten. Also jetzt fängt das Zittern an, Digga, hier. Junge, Junge, Junge. Mein Puls, Digga. Sehr gut. Wir kriegen nochmal links Freistoß. So, 2 Minuten noch. Der Sieg ist einfach super wichtig, Digga, für uns. Somit sind wir wieder 3 Punkte vor Schalke. Ja, wieder Nielsen wieder. Freistoß. Gut. 1 Minute. So, 20 Sekunden. Abseits. Abseits oder was? So, wie lange jetzt? Wie lange lässt er jetzt nachspielen? Scheiße, Alter! Scheiße, Alter! Mann! Ey, in der letzten Sekunde haben wir den... Haben wir das Tor kassiert, ne? Meine Fresse, Alter!